einzigen Neuralisator. Freunde von auswärts haben ihn uns geschenkt. Dieses rote Auge hier isoliert die elektronischen Impulse in ihrem Gehirn. Insbesondere jene, die für ihr Gedächtnis zuständig sind. Gut so, Jungs. Fackelt das Gelände großzügig ab und macht mir in einem Umkreis von 40... Wie ihr in den letzten Videos gesehen habt, arbeite ich immer wieder mit 3D-Programmen, um vorher zu wissen, was ich später zu tun habe und um an alles zu denken. Solche Programme, wie ich sie nutze, sind mittlerweile fester Bestandteil im Handwerk und werden eingesetzt, um Häuser, Möbel oder anderes zu planen und dann Pläne mit Arbeitsanweisungen herstellen zu können oder mit den Daten Maschinen anzusteuern. Genau das mache ich nämlich heute mit diesem in 3D modellierten Neuralisator aus Men in Black. Der vierte Teil steht nämlich in den Startlöchern und ich freue mich riesig. Teil 1 und 2 sind fester Bestandteil meiner Kindheit und der dritte war einfach ziemlich geil. Die Druckdaten packe ich auf eine Speicherkarte, die dann im 3D-Drucker verschwindet. Dieser Code sagt den Motoren, die einer bestimmten Achse zugewiesen sind, in welche Richtung sie sich drehen sollen. Solche Angaben kennt ihr aus der Schule, wenn es um Koordinatensysteme und Vektoren geht. Richtungsangaben bilden sich immer aus X, Y und Z Komponenten. Eine weitere Richtungsangabe ist der Materialvorschub. Dieser beschreibt, wann wie viel Filament durch die Düse gedruckt werden soll. Ich drucke mit meinen Druckern in der Regel Polylactide oder kurz PLA. Der große Vorteil, kostet wenig, aber würde ich was brauchen, was hitzebeständiger sein muss, dann greife ich auf ABS zurück. Das kennt ihr von Lego-Steinen oder von Inneneinrichtungen aus Autos. Ganz abgefahren wird's, wenn ich Kompositfilamente drucke. Das sind Kunststoffverbindungen, zum Beispiel mit Aluminiumpartikeln, Bronze oder auch Holz. Auch im modernen Handwerk und Industrie werden immer häufiger 3D-Drucker eingesetzt. Feinwerkmechaniker und Formbauer schmelzen per Laserstrahl schichtweise Metallpulver übereinander. Eine Zukunft des Hausbaus sind 3D-gedruckte Häuser aus Beton und mein absoluter Liebling, der Schokoladendrucker, den ich auf der internationalen Handwerksmesse gesehen habe, den ein Konditor entwickelt hat. Ansonsten kommen 3D-Drucker natürlich auch bei Ausbildungsberufen wie technischen Modellbauer oder technischen Produktdesigner zum Einsatz, um Prototypen kostengünstig herzustellen. Warum erzähle ich euch das alles? Mal abgesehen davon, dass ich das selbst alles super interessant finde, finde ich, dass ihr euch damit beschäftigen solltet. Wenn ihr euch heute damit beschäftigt, seid ihr für die Berufswelt der Zukunft gewappnet. Und das ist echt einfach damit anzufangen. Schnappt euch Autodesk Fusion 360 oder Google SketchUp und legt einfach mal los. Gibt natürlich auch noch andere Programme wie Blender und so weiter. Mit den beiden ersten arbeite ich regelmäßig und die sind super einfach zu lernen und kostenlos. Probiert's einfach mal aus und wenn ihr was in 3D modelliert oder vielleicht sogar druckt, dann lasst mich und das MyHammer-Team Bilder sehen. Am liebsten auf Instagram und Twitter. Probiert euch doch mal einfach an einem MyHammer-Logo, so wie ich dieses Puzzle einmal designt habe, oder einem Lichtschwert. Später im Jahr kommt ja auch noch Star Wars in die Kinos und vielleicht, wenn ein besonders cooler Vorschlag von euch dabei ist, dann baue ich das. Guten Tag, wir sind die Men in Black. Ich bin Agent P und möchte Sie bitten, all Ihre Aufmerksamkeit auf meinen Kollegen Agent T zu richten. Jetzt bitte hier hineinsehen. Dieses rote Auge neutralisiert die elektrischen Impulse in Ihrem Gehirn, vor allem die, die für Ihr Gedächtnis zuständig sind. Erstens, ihr fliegt nach Kambodscha und gönnt euch ein Hummermenü, aber für mehr als einen Dollar. Zweitens, ihr bewegt euren Muttersöhnchen Arsch aus Muttis Haus. Ich meine, ihr seid doch bestimmt schon alle Ende 40, oder? Drittens, ihr gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den MyHammer-Kanal. Viertens, ihr schätzt, wie lange der Druck eines Neuralisators dauert und nehmt somit automatisch an einem Gewinnspiel teil, um einen Bausatz zu gewinnen. Nähere Informationen dazu unten in der Videobeschreibung. Ach übrigens, es gibt weder Außerirdische noch Men in Black.